Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem kleinen Talk-Video. Heute, wenn ich das aufnehme und hoffentlich auch hochlade, alles andere wird mich stark belasten. Ich dachte, ihn wäre geklopft. Das wäre natürlich wieder super Timing gewesen. Ich möchte ein kleines Talk-Video machen über mein Jahr, darüber, wie es für mich war, was passiert ist, was sich für mich verändert hat. Sowohl auf YouTube als auch natürlich ohne dabei allzu viel zu verraten, privat. Ich muss jetzt auch das ein bisschen sortieren, es ist viel passiert dieses Jahr. Vor allem aber natürlich auf YouTube für mich. Aber beginnen wir erstmal von vorne. Im Januar habe ich keine Ahnung, ob irgendetwas Wichtiges passiert ist, außer dem Geburtstag von einem Familienmitglied von mir, und der ist halt nicht nur 2019 gewesen, zufälligerweise. Hätte jetzt echt keiner erwartet. Das ist hier Talk-Video von mir, ne? Lol. Im Februar habe ich zum ersten Mal ein Praktikum im Zuge meiner Schule gemacht. In einem großen Konzern hier in der Nähe im Bereich der Chemie. Das war schon sau interessant, was ich ja sehr lustig fand, war, ich habe mich komplett unabhängig von all meinen Klassenkameraden beworben. Und es gab genau einen anderen Mitpraktikanten. Und das war ein Klassenkamerad von mir. Wir wussten nicht mal, dass der jeweils andere sich dort beworben hat. Das war schon echt ein cooler Zufall. Das Praktikum an sich war auch wirklich super, hat mir Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich inzwischen im Chemiebereich nicht mehr so sicher bin, ob ich da wirklich auch was machen will. Ja. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt gar nichts sortiert, sondern ich rede einfach ein bisschen drauf los. Was hat mein Jahr geprägt? Ein bisschen sieht man es auch schon hier am Bild. Natürlich habe ich seit letztes Jahr, das Spiel rausgekommen ist, sehr viel Super Smash Bros. Ultimate gespielt. Und habe sehr viel trainiert, sehr viel gemacht, bin ein sehr gutes Stück besser geworden. Auch meine Amiibo habe ich ja vor allem in letzter Zeit mit viel Freude trainiert. Ein neuer ist auch bereits bestellt, der dann bald trainiert wird. Ebenso wie ich einige Charaktere in letzter Zeit, auch jetzt in der einen Woche, die ich weg war, trainiert habe. Ich kann gleich sagen, ich wollte ursprünglich einen Mewtwo Amiibo trainieren, da musste ich jetzt mal gucken, irgendwann will ich den auf jeden Fall machen, aber im Moment, ich finde den nicht zu einem guten Preis. Ich finde den ehrlich gesagt nicht unter 50 Euro oder mit einer Lieferzeit von rund 1,5 Monaten. Das ist natürlich belastend, aber stattdessen trainieren wir ab hoffentlich so nächste Woche Donnerstag. Ich weiß, nächste Woche Montag soll er kommen. Ich bin aber von nächste Woche Montag bis Mittwoch weg. Ich hoffe, für euch macht das dann nichts aus, weil ich Videos vorbereitet haben werde. Wenn nicht, tut's mir leid. Und dann trainieren wir diesen Amiibo zusammen. Viele Amiibo haben wir trainiert. Und alle von ihnen, was der neue übrigens nicht wird, das kriege ich nicht hin. Alle von ihnen waren an die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition angelehnt. Im Februar war nämlich nicht nur mein Praktikum, sondern auch genau sogar an dem Tag, an dem mein Praktikum begonnen hat, will ich dazu sagen, war der Tag, an dem zum ersten Mal ein Video von mir die 1000 Aufrufe geschafft hat. Die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 1. Auch gestern, aus Interesse, habe ich mal geguckt, wie findet man dieses Hörspiel überhaupt. Man gibt Pokémon Mystery Dungeon Hörspiel ein. Da gibt's fast nur mich. Die Walross Edition ist inzwischen wirklich ein ziemlich großes Projekt geworden. Auch dieses Jahr hat sie sehr viel geprägt für mich. Wir hatten zwei komplette Walross Editionen. Einmal von März bis, ich glaube, Anfang Juni. Die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns, Reborn Hopes und Shattered Dreams mit Floink in der Hauptrolle, wobei ich inzwischen persönlich sagen muss, kann ich mir gut vorstellen, dass das, ehrlich gesagt, bisher, sage ich wie es ist,
ist die zweite Walross-Edition wahrscheinlich so die, die ich persönlich am wenigsten mag. An sich diese dunkle Atmosphäre, die ich da sehe, eigentlich die ganze Geschichte über genutzt habe. Ich habe mich wirklich sehr davon abgewandt. Ich mag das nicht so wirklich inzwischen. So eine dunkle Atmosphäre. Und da die Geschichte halt keine andere Atmosphäre beinhaltet, dementsprechend mag ich sie nicht so. Wir haben dann eben auch die Spezialepisode Nummer 1 gehabt. Mit Retterteam Feuerblüten. Eine kleine Geschichte über das, was Floink und Bisasam vor dem ersten Abenteuer gemacht haben. Vielleicht hat sie für einige ja auch manche Fragen aufgeworfen. Besonders bezüglich unseres Lieblingscharakters Darkrai. Persönlich muss sagen, es kann sogar sein, dass für mich als Autor Darkrai tatsächlich mein Lieblingscharakter ist, weil er so interessant zum Schreiben ist. Meistens weiß nicht mal ich, was genau er überhaupt tun wird. Und das ist wirklich immer sehr interessant. Dann hatten wir ab dem 9. September bis zum, ich weiß, am 12. November war das Finale der Hauptgeschichte. Wann der Epilog gekommen ist, weiß ich gerade nicht, ob der das bis zum Mittwoch danach geschafft hatte. Auf jeden Fall in dem Zeitraum lief dann die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Ein komplett neues Prinzip. Dunkle Macht und reines Element verworfen, nicht mehr genutzt. Neue Charaktere, eine neue Welt, neue Abenteuer in einer deutlich helleren Atmosphäre als zuvor. Trotzdem waren vor allem teilweise relativ tiefsinnige Gespräche dabei. Was genau der Stil ist, den ich im Moment absolut liebe zu schreiben. Naja, passt. Mit einer Ergänzung, die ich mich da, ich sag's wie es ist, auch in der Walross Edition 1. Es wird immer besser, was ich mich auch überhaupt von meinen Ideen traue, aufzuschreiben und hochzuladen. In der Walross Edition 1 hatte ich viele Ideen, die ich einfach verworfen habe, weil ich mir dachte, das will ich nicht so auf YouTube. Eigentlich Schnauze da unten in der Ecke. Schade, ich wollte versuchen, böse drauf zu gucken. Gott, bin ich lost. Ich traue mich wirklich in letzter Zeit ein gutes Stück mehr. Vielleicht merkt man das auch. Allein zum Beispiel an solchen Bildern wie in der im Hintergrund, wie in der zweiten Hälfte des Finals der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Außerdem wird die Story immer verzwickter, das merkt man vielleicht. Und glaubt mir, was das angeht, sind wir gerade erst am Anfang. Ich habe ja schon alles geplant, alle sechs Walross-Editionen, die kommen werden. Oh Gott, ich frage mich, wie ich da selber noch durchblicken soll. Dann zum Abschluss erst vor einer Woche. Hatten wir noch eine Spezialepisode. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Spezialepisode 2. Solange du bei mir bist. Auch direkt zum nächsten, nochmal zu dem Thema, was ich mich traue zu schreiben und nicht. Das war der größte Fortschritt. Diese Spezialepisode, wobei man sich streiten kann, es war das erste auf YouTube. Aber zuvor habe ich bereits mit meiner englischen Fanfiction Never Alone auf fanfiction.net begonnen. Kann mich auch wieder nur darauf hinweisen, sucht nach The Chosen Spheal, Spheal. Schreibt man das und ist der englische Name von Seemops. Und irgendeine Zahl habe ich hinten dran gehängt, bei der ich ehrlich gesagt gerade keine Ahnung habe. ja, gut. Oder sucht einfach im Filter Never Alone, Filter Pokémon, Charakter, Shinux oder Vulpix. Man findet nämlich keine anderen mit dem Namen und den Charakteren. Wobei man auch sagen muss, vielleicht gibt es welche, die das lesen. Da sind wir noch nicht in einem Bereich wie in der Spezialepisode 2 angekommen. In diesem ganzen Genre der Romantik, in dem ich mich auch jetzt etwas mehr bewegen will. Wem es nicht so gefällt, keine Angst, ich werde jetzt nicht. Wahrscheinlich wird es
schon ein bisschen runtergehen von der Walross-Edition, von der Spezialepisode zur Walross-Edition 4, allein schon, weil ich die schon lange geplant habe. Die Walross-Edition 4 bin ich sowieso sehr gespannt drauf. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mit dem Schreiben beginne, bis Never Alone fertig ist und dann eben das Schreiben selber. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit zusammen eine neue Walross-Edition genießen können. Und das kann ich so sagen, denn ich merke, ihr feiert diese Hörspiele total und ich genieße auch alles daran. Es macht so viel Spaß, die zu schreiben, die Musik auszusuchen, die Ideen zu entwickeln, die Hörspiele dann auch zu erstellen, synchronisieren, die Bearbeitung, die Bilder erstellen, einfach alles. Es gibt nichts an diesen Hörspielen, was mir nicht total Spaß macht. Und wenn dann auch noch der Support so kommt, wie er es tut. Ich meine, die Walross Edition 3 als gesamtes Hörspiel hat einen Monat gebraucht, um 800 Klicks zu bekommen. Inzwischen am 17.11. habe ich das ganze Hörspiel gebracht. Heute haben wir den 31. und sind bei rund 1100 Aufrufen. Womit wir bald die Walross Edition 2 auch schon überholen werden, die nämlich auch tatsächlich nicht so gut ankommt. Aber die Walross Edition 1 überholen, oh Gott, das wird eine Lebensaufgabe für diese Geschichte. Denn die Walross Edition 1 hat dieses Jahr nicht nur die 1000, sondern auch die 10.000 Klick-Hürde geschafft. Ebenso, wie sie mein erstes Video mit 100 mal dem Ding hier geworden ist. Der Daumen nach oben. Dann habe ich eben gestern mal geguckt, wenn man Pokémon Mystery Dungeon Hörspiel eingibt, das sucht, versucht was zu finden. Ich habe sogar mal nach Playlists gefiltert dabei. Es kommen so viele Playlists. Alter, wisst ihr was? Obwohl, nee, ich habe ja gerade gar nichts gegen es. Nee, das kann ich nicht so gescheit machen. Ich wollte gerade auf YouTube gehen. Aber teilweise, es gibt so viele Playlists, in denen ich es auch so zu großen Teilen null erwartet hätte. Die waren da einfach, ich habe die durchgeguckt. Mein Favorit, die Playlist Wissenschaft. 9 Videos sind drin. Auf dem Titelbild sieht man schon irgendwas über Autoforschung. Geh rein, alles so Forschung, überall und dann irgendwo zwischendrin auf der 5 Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Leute, Bildungsauftrag habe ich offensichtlich erfüllt. So, jetzt noch schön die Zuschauer zum Ende des Jahres mit einem Depp getriggert. Und ja, die Walross Edition eben ein riesiger Bestandteil dieses Jahres. Hat so viel ausgemacht, so viel Spaß gemacht. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Einfach danke an euch alle. Danke für den geilen Support. Geil. Sprachenlernbubble. Danke, dass ihr mir dieses Projekt so ermöglicht und verschönert. Fettes Dankeschön. Was haben wir dieses Jahr noch gemacht? Wir haben deutlich mehr den Emulator benutzt und Spiele in einer etwas besseren Version. Genau der Punkt, auf den wollte ich noch hinaus. Denn ab sofort wird es keine Videos mehr auf meinem Kanal geben. Punkt. Nee, Spaß. Keine Videos mehr geben, die nicht Full HD sind. Ja, das klingt jetzt bestimmt sehr cool. Vielleicht für manche unrealistisch. Aber seit ich ein neues Handy bekommen habe, zu Weihnachten, das nun eine deutlich bessere Kamerafunktion hat, nämlich eine, die nicht bis 480p, sondern bis 1080p geht. Daher kann ich jetzt auch Super Smash Bros. Ultimate, also es ist natürlich trotzdem noch vom Fernseher abgefilmt, da müsst ihr euch keine falschen Hoffnungen machen. Wenn ich zum Beispiel sowas wie Smash Bros. Aber jetzt aufnehme, ist auch das in 1080p. Es gibt kein Format mehr auf diesem Kanal, was nicht in Full HD kommt. Außer diese Facecam hier. Ja. Was es dieses Jahr nicht so viel und vor allem nicht so gut gab, waren leider Reactions. Der Hauptgrund, warum ich mir eigentlich diese Maske geholt habe.
Wir hatten bei den Reactions keine wirklich tollen Reaktionen, leider. Wir hatten ja auch letztes Jahr schon Reactions, die waren deutlich besser ohne Maske, aber leider zum Beispiel die Smash Bros. Direct. Dieses Jahr konnte ich auch vieles nicht so gut reacten. Meist eigentlich immer wusste ich schon die wichtigsten News vorher, weil ich den Spoiler einfach nicht verhindern konnte. Teilweise habe ich sie dann verpasst. Genau die eine Direct, bei der ich wirklich teilweise hyped war, die E3 Direct, war an dem Tag, an dem ich mit der Schule auf Straßenfahrt nach England gefahren bin. Da haben wir auf dem Schiff zwischen Frankreich und England haben ich und ein Kumpel zusammen die Direct geguckt. Das war schon cool auch. Allgemein auch die Straßenfahrt eben nach England war auch eines der coolsten Erlebnisse, vielleicht das coolste des Jahres, eines der coolsten in meinem Leben. An sich muss ich sagen, England ist ein cooles Land. Die Engländer. Nächster Punkt. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich höre immer, dass die Engländer so höflich sind, dann komme ich dahin. Ja. Wir waren eigentlich jeden Tag in London. Es war super cool. Wir haben so viel gesehen. Das London Eye, mein persönliches Highlight. Teilweise haben wir auch noch WhatsApp-Sticker von da. Wir reden noch verdammt oft darüber. Es war einfach so ein cooles Event. Ihr hattet in der Zeit auch jeden Tag Videos, das weiß ich. Unter anderem eigentlich Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel, wozu ein Reloaded gekommen ist. Letztes Jahr hat die Mystery Dungeon-Reihe bei mir begonnen. Dieses Jahr kommt das Reloaded. Auch wenn im Moment natürlich... Und nächstes Jahr. Auch wenn dazu im Moment nicht viel kommt, weil ich sehr viele Projekte habe. Team Himmel ist eher so... existiert irgendwie, kommt aber so jeden Monat einmal oder so. Ist es im Moment. Aber ich werde das Spiel auf jeden Fall auch durchspielen. Ich werde versuchen, mir vielleicht sobald... Was haben wir im Moment für Projekte so am Laufen? Pokémon Schwarz, eben Team Himmel, Smash Bros. World of Night, Lightner's Lock, Smash Bros. Allgemein und Pokémon Schild. Also wenn die World of Lightner's Lock rum ist, werde ich mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Team Himmel hinkriege. Aller spätestens, wenn Pokémon Schild zu Ende ist, werden wir Team Himmel beenden und ich werde endlich mit dem schon lange erwarteten Let's Play zu Pokémon Mystery Dungeon Team Blau beginnen. Dem einzigen Mystery Dungeon, das ich noch nie über mich gebracht habe, vollständig durchzuspielen. Auch Mystery Dungeon allgemein, nicht nur meine Fanfiction, hat natürlich mein Jahr wieder einmal sehr geprägt. Ich muss gerade überlegen, ob mein erstes Super Mystery Dungeon Spiel letztes Jahr war, ich glaube schon. Super Mystery Dungeon für mich trotzdem, es hat gerade ein Replay, deswegen sage ich das jetzt auch so, dieses Jahr. Super Mystery Dungeon, mein Lieblingsspiel aller Zeiten, der beste Teil der Reihe für mich. Wobei man sagen muss, meine Top 3 Lieblingsspiele sind alles drei Pokémon Mystery Dungeon Teile. Ich feiere diese Reihe enorm, wie man vielleicht bemerkt. Nur Team Rot und Blau kann sich nicht in diese Top 3 einreihen und auch nicht auf Platz 4, wo dann vermutlich, keine Ahnung, Undertale oder Mario Galaxy oder sowas kommt. Aber ihr kennt ja auch von meinem Video meine Rangliste. Das Einzige, bei dem ich mir nicht sicher bin, ist, ob ich jetzt Portale vor oder hinter Himmel sortiere. Und ich weiß, jeder sagt, Portale ist das schlechteste Mystery Dungeon. Ich nicht, lebt damit. Ich mag das Spiel ziemlich gern. Mein Bruder hat es jetzt auch gerade gespielt, weil ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe. Übrigens, auch nochmal Grüße gehen raus. Nächstes Jahr, Olaf, auch wenn du das nicht siehst, machst du dir auch mal ein bisschen mehr Gedanken über mein Weihnachtsgeschenk. Ich meine, ich habe ja mitbekommen, dass du am 23. verzweifelt für alle aus der Familie was gesucht hast. Und am Ende hast du mir so... Habe ich das hier hingelegt? Das ist was ganz anderes, das ich auch noch kurz an. Am Ende hat er mir so komplett komisch
4 für meine Smash Bros. World of Night. World of Night, Alter. World of Fortnite. Lost Bands. Willkommen auf Günther aus der Dönerbude. Das hat mich das ganze Jahr schon ausgemacht. Und auch. Danke, dass da jetzt jemand beginnt. Was zu gucken. Ich hoffe, man hat das nicht. Das ist so eine komplett aufwendige, unnötige Tabelle, die ihr am letzten Tag für alle Charaktere hingeklatscht habt. Für meine World of Night Nuzlocke. Mit irgendwie. Wo habe ich sie ja. Habe ich sie schon erhalten? Habe ich sie verloren? Wie viele Kämpfe haben sie gewonnen? Digga. Wofür will ich das wissen, wie viele Kämpfe die gewonnen haben, Olaf? Welche Bosse haben sie überstanden? In welchem Kampf habe ich sie verloren? Das juckt mich doch nicht, Alter! So, was will ich damit? Mach dir nächstes Jahr bitte mal ein bisschen mehr Gedanken, Olaf! Naja. Was fehlt noch? Wir haben über Misten dann gesprochen. Wir hatten natürlich, auch ganz wichtig zu erwähnen, es gab dieses Jahr, hatte ich das Gefühl, weniger Content mit anderen, sondern mehr alleine als zuvor. Leute wie zum Beispiel Jan sind vor allem noch in einzelnen kleinen Projekten, in Minecraft eigentlich überhaupt nicht mehr. Minecraft ist sehr zurückgegangen. Hauptsächlich in Cards Against Humanity mache ich noch mit anderen was. Aber auch vor allem, wenn man jetzt mal davon von YouTube-Hubs sieht. Ich bin dieses Jahr in einen neuen Jahrgang in der Schule gekommen. War für mich erstmal relativ schwierig, aber wie man an diesem einen Tag, den es da gab, bemerkt hat, an dem ich in rund 10 Minuten 50 Abos ungefähr Gewinn gemacht habe, Ehre an meinen Jahrgang. Ich wollte wirklich eigentlich niemandem von diesem Kanal erzählen. Manche sehen das jetzt vielleicht auch gerade. Manche haben vielleicht vorher schon abgeschaltet vor dieser Stelle. Ja, ich wollte wirklich erst da nichts zu sagen, weil ich kenne das. Ich kenne das wirklich zu gut. Ich hatte es schon in der 6. Klasse. In der 6. Klasse. Vor 4 Jahren. Die 8 Schüler übrigens. Mann. Vor 4 Jahren, da haben mich schon Leute einfach in der Klasse ausgelacht, weil ich Nintendo spiele. Okay, aber was man auf die geben kann, ich weiß nämlich noch, damals war ich auch ein bisschen dumm drauf teilweise. Da wollte ich einfach so viele Leute wie möglich zu meiner Geburtstagsfeier einladen, die meisten sind gekommen, unter anderem dann zum Beispiel, der so ziemlich am meisten sich darüber beschwert hat, dass ich noch ein Nintendo spiele. Ja, der hat im Bio-Unterricht den Lehrer gefragt, ob es eigentlich biologisch normal ist, wenn man in der 6. Klasse Nintendo-Spiele spielt. Das fand ich auch super. Der Lehrer hat den dann übel fertig gemacht, weil der hat auch bemerkt, dass der das gefragt hat, so übel nicht angeguckt hat. Nee, das Tolle war halt, dass der Typ selber Pokémon-Spieler war. Einen kurzen. Ja. Und durch zum Beispiel solche Erlebnisse und auch weil eben mein Hörspiel ist schon etwas. Das gibt's nicht oft, das ist schon sehr eigen. Man merkt auch. Hier ist gerade ein Typ mit einer Walrossmaske auf dem Kopf und erzählt euch was über sein Leben. Mein Kanal ist sehr merkwürdig und deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, eben anderen davon zu erzählen, weil ich wirklich Angst hatte, teilweise die Leute in den Lagern, muss ich sagen, vom Ersteindruck, teilweise auch 2 oder 3 jetzt noch, die sind echt. Vor allem beim Ersteindruck eben hatte ich das Gefühl, die mussten noch nicht mal meinen YouTube-Kanal kennen, um mich schon seltsam zu finden und sich über mich lustig zu machen. Beim einen Typen weiß ich jetzt heute, dem ist es scheißegal, was man macht. Der macht sich über alles und jeden lustig. Grüße gehen raus, auch wenn ich deinen Namen nicht sag. Vielleicht weißt du, dass du gemeint bist. Ja. Nee, deswegen wollte ich das eigentlich erst keinem sagen. Ich habe aber mal, als ich gefragt wurde, hin und wieder kleinere Hinweise gedroppt, wie zum Beispiel,
Ja, ich spiele halt auf meinem Kanal viel Pokémon. Oder wenn du den Kanal mit dem Walross findest, kann das gut ich sein. Ja, und das hat schon gereicht. Das will ich dir jetzt mal nebenbei machen, einen Moment. So, ich sehe das jetzt mal. Ich hoffe, dass keine WhatsApp reinkommt. Einer der Ehrenmänner, die ich dieses Jahr kennengelernt habe, der Bahnpirat, auf dessen Discord ich auch bin, hat mal ein Video mit einem sehr tollen Benachrichtigungston gemacht und das. Den habe ich gerade reingemacht. Den kann ich ja gleich mal abspielen, damit ihr wisst, was ich. Und zwar, ich gucke jetzt nach Walross Pokémon. Ihr seht's hoffentlich. Walross Pokémon. Einfach nur das eingeben. Was findet man? Wenn man es nicht erkennt. Das erste Video. Rattata Feuerblüten. Das komplette Hörspiel. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns. Das gesamte Hörspiel. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Playlist. Fanfiction Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Das geheimnisvolle Tagebuch. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3 Heroes from Another World. Folge 1. Solange du bei mir bist. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Spezialepisode 2. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns 2 Playlist. Die letzte Prüfung, Pokémon Mystery Dungeon. Ihr seht! Ich kann hier noch weiter runter scrollen. Die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Einträge, bevor ähnliche Suchanfragen. Ah, nee. Da kommt zwischendrin ähnliche Suchanfragen, dann kommt 15, 16, 17, dann kommt mein Kanal, 18, 19. 19 ist das erste Video, das nicht die Walross-Edition ist oder mein Kanal. Und danach kommt auch wieder eine halbe Stunde nur Walross-Edition. Und zwar wirklich eine halbe Stunde, das packt. Also ich sag's so, wenn jemand so weit war. Hier ist sogar noch mal mein Kanal, das ist doch eine Verarsche! Noch mehr Walross-Edition. Und dann kommt das Space Walross. Gut, da bin ich raus. Damit wir das jetzt kurz aufklären können. Ach, stimmt. Super. Das haben sie inzwischen sogar auf WhatsApp einen Namen angepasst. Hat man das gehört, wenn nicht? Wartet. Ton muss lauter. Die Nachrichten sind ganz gut. Halt die Fresse! Das ist jetzt mein Benachrichtigungston. Ja, dadurch hat es eben relativ schnell für meine Jahrgangskollegen geklappt, meinen Kanal zu finden. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ich hatte an einem Tag einen Kommentar davon dem schon bekommen. Ich wusste aber nicht genau, ob es jetzt jemand aus meinem Jahrgang ist. Und dann habe ich dann auch gesagt, okay, scheiß drauf. WhatsApp-Gruppe, Abi-Jahrgang, ich hau raus. Was soll ich sagen? Ich hab's nie bereut. Stattdessen habe ich jetzt ein bisschen mehr Kontakt so zu anderen noch im Jahrgang. Vor allem so ein, zwei bestimmte Leute, mit denen ich viel über Pokémon rede. Mystery Dungeon leider nicht so viel. Es gibt einen, von dem ich weiß, dass er es auch spielt, mit dem rede ich aber nicht so viel. Aber ich kann mich wirklich einfach mit vielen deutlich besser unterhalten. Und auch Clash Royale habe ich jetzt zum Beispiel. Spiele ich inzwischen einige Zeit, konnte ich jetzt für eine Zeit lang nicht. Entweder ist das jetzt ein Spoiler für einen Upload, der heute später noch kommt, das könnte sehr gut sein. Clash Royale kommt ja jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal. In der Tat, das Video ist bereits hochgeladen, auch nicht gelistet gestellt. Ich bringe das jetzt mit meinem neuen Handy, wo ich eben jetzt einen gescheiten Screen-Recorder habe. Das einzige Problem ist, dass manchmal Aufnahmen einfach weg sind nach dem Aufnehmen. Das ist belastend. Dann auch Abonnenten auf YouTube. Oh Gott. Wir sind jetzt um 3 Jahre und ein paar Monate dabei.
Die ersten 2 Jahre und ein paar Monate haben wir gebraucht, um ungefähr. Kann ich auf dem Handy die Analytics abrufen? Ansonsten. Nicht. Aber wir müssten das Jahr mit ungefähr 60 bis 70 Leuten begonnen haben, nach 2,5 Jahren. Und jetzt sind wir hier. Ende des Jahres. Ach, kacke, ich müsste mir die YouTube-Studio-App holen. Jetzt sind wir hier, am Ende des Jahres. 175 Leute auf diesem Kanal. Wir haben diesen Kanal mehr als verdoppelt. In wirklich so kurzer Zeit. Und wir waren auch schon diesen Sommer 100, bevor überhaupt hier mein Jahrgang dazu gekommen ist. Jedenfalls einige. Zum 100-Abo-Special habe ich ja auch schon einiges gebracht. Wir hatten die Symphony of Sadness, meine Medley, ein kleines Laber-Video. Wir hatten Musikquiz mit Fragezeichen. Die Challenge, kann ich meine erste Geschichte am Stück vorlesen? Boah, das, sowas mache ich bestimmt nochmal, leider. Und das war keine Ironie, das mache ich nochmal. Und der letzte Teil des Best-of. Sorry, aber ich bin dafür echt null Zeit. Ich habe das immer noch nicht angefangen zu schneiden. Ich versuche das irgendwann noch zu bringen, wenn nicht, tut's mir leid. Ja. Ich denke, ich bin relativ am Ende. Es gibt noch 2 Sachen, die dieses Jahr relativ viel bei mir vorhanden waren. Eins eher am Anfang, eins eher gegen Ende des Jahres. Wo ist denn das, was ich hier suche? Kacke, ich habe das umverlagert. Aber was ich hier zum Beispiel dafür habe, sind diese 2 Bilder. Zeichnen habe ich vor allem gegen Anfang des Jahres viel gemacht. Bis etwa in die Mitte des Jahres. Das hier war das letzte, was ich gemalt habe. Ich habe gerade geguckt, ich habe einen ganzen Ordner voll mit Pokémon-Zeichnungen. Aber der ist anscheinend nicht hier. Ich gucke nochmal kurz. Wir suchen, wenn ich habe eine WhatsApp bekommen. Nö, 9-Projekt. Schade. Den muss ich dann auf jeden Fall privat nochmal suchen. Das ist ein Ordner, da sind einige Pokémon-Zeichnungen drin. Das waren mit Abstand die beiden aufwendigsten, aber wie ihr gerade gesehen habt, alles andere waren einzelne Pokémon. Außer eins, das würde ich euch gerne zeigen, aber das hängt an meiner Tür zusammen neben einigen Bildern, die zum Beispiel Fotos von mir sind. Oder ein Bild, das meinen Namen darstellt. Was auch schulisch für mich verändert hat, war eben im Übergang in den neuen Jahrgang. Kein Musik- oder Kunstunterricht mehr, was ich beides nicht konnte. Stattdessen mache ich jetzt Theaterunterricht und Gott, es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Es ist so geil, es macht so viel Spaß. Theater, darstellendes Spiel, das beste Schulfach. Jeder, der die Möglichkeit hat, nehmt es. Auf jeden Fall. Allgemein, die Schule läuft dieses Jahr für mich deutlich besser, als ich dachte. Ich rede jetzt damit von diesem Schuljahr. Dachoberstufe, das wird sicher sehr schlecht klappen. Aber ich bin deutlich besser sogar als letztes Jahr und ich war nie ein schlechter Schüler. Also ich hatte fast nur 2 im letzten Zeugnis. Ich glaube, 4 3, sonst 2 in alles. Also da kann man sich nicht beschweren. Und dieses Jahr, okay, dann gibt's den einen Ausrutscher. Meine Leistungskurse habe ich in den Arbeiten 5 Punkte und 3 Punkte. Und im Hauptleistungskurs im Tutorium. Was auch der Grund ist, warum ich nicht mehr weiß, ob ich in der Chemie so tätig sein will, da es Chemie ist. Kriege ich im Zeugnis jetzt auch 6 Punkte, ist nicht unterpunktet. Ich weiß, viele würden sich darüber sogar freuen. Ihr merkt aber schon, für mich ist das noch relativ, naja. Und die eine Sache, die dieses Jahr für mich noch verändert hat, ihr habt davon noch nicht viel mitbekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Doch, ich hätte fast was ganz Wichtiges vergessen. Oh Gott. Nochmal hier. Fragezeichen, Man. Nochmal fettes Dankeschön auch an dich. Das ganze Jahr auch wieder. Bist du hier dabei. Zwar selten in deinen Videos. Aber wir haben ja auch dir eigentlich die meiste Zeit Kontakt, zocken hin und wieder mal. Pokémon Günther.
Super geiles Spiel, Alter. Es ist, glaube ich, eines der lustigsten Projekte auf meinem Kanal. Es wird noch einige Zeit dauern, vielleicht 2 Jahre oder so. Aber Fragezeichen Man A ist im Moment am kompletten Überarbeiten des Spiels. Schwierigkeit hochschrauben. Kleinere Dinge hinzufügen. Fehler beheben. Es wird wirklich. Und dann kommt ein Reloaded auch mit besserem Sound. Ich freue mich schon richtig drauf. Nochmal fetten Respekt dafür. RIP die Videos, die du hattest. Wir werden sie alle vermissen. Ein paar habe ich noch, die noch nachgereicht werden auf meinem Kanal. Ja. Und dann der letzte Punkt. Oh Gott, das könnte jetzt. Was habe ich dieses Jahr noch viel gemacht? Ein Video ist dazu gekommen. Motherfucker! Oh Gott. Oh Gott. Was für der Sound, als ich überhaupt geschaltet bin. Ich habe Keyboard gespielt. Ich habe 3 Soundtracks, habe ich euch ja bereits in einem Video vorgestellt. Und deutlich mehr habe ich inzwischen. Ich muss nur gerade kurz hier mit der Maus wieder zurückkommen. Inzwischen habe ich. Ich hoffe, man hört das. Inzwischen habe ich deutlich mehr. 1 oder 2 davon will ich euch jetzt noch zum Abschluss des Jahres vorspielen. Also ich werde hier jetzt nichts groß schneiden, deswegen, wenn ich große Fehler mache, das ist die Rückseite von dem Englisch-Arbeitsblatt, das habt ihr richtig gesehen. Das ist gerade bestimmt, welche Einstellungen ich da habe. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss als kleines Dankeschön, ich werde das auch noch als einzelne Videos hochladen, noch einmal etwas auf dem Keyboard vorspielen. Ich würde sagen, wir machen gleich. Komm, wir ziehen durch. Wir machen hier nochmal ein paar Stücke. 3 Stücke hatten wir in meinem ersten Video. Neu dazugekommen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stücke, 1 ist auch noch da, das ist deutlich zu kurz. 1 ist nicht wirklich fertig geübt, 1 ist nicht so gut. Und 1 ist ein bisschen selber komponiert, kann man sagen, eine Medley, mit der wir es heute abschließen werden. Ich werde jetzt einfach noch ein paar von Stücken für euch spielen. Wenn ihr dranbleiben wollt, dann tut das gerne. 2019 ist für mich rum. Es war vermutlich das beste Jahr in meinem Leben. Darauf, dass 2020 noch besser wird. Nein, das war nicht mein Stück. Wir beginnen mit einem Track. Ja. Ich weiß, ich widerspreche meinen Prinzipien. Ihr wisst, alles außer Fire Emblem. Aber man kann nichts sagen. Die Charaktere in Smash Bros. Sind ranzig. Aber die Musik ist gut. Oh Gott, ich habe diese Stücke noch nie mit Maske gespielt. Es wird schrecklich. Hilfe. Wir beginnen mit Lost in Thought All Alone aus Fire Emblem Fates. Sound ist überhaupt gut. Das war ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es ging Ihnen in Ordnung. Man hat was gehört. Lost in Thoughts All Alone aus der Fire Emblem Series. Bahnpirat, wenn du hier noch dabei bist. Du hast doch schon in der Premiere vom ersten Keyboard-Video nach Zelda gefragt.
Zeldas Wiegenlied. Grüße gehen raus an den Bahnpiraten. Bin ich Lost? Da könnten wir gleich wieder Fire Emblem spielen. Lost in Thoughts All Alone. Weil Lost bin ich. Wo zur Hölle hab ich den Zettel hingeschickt? Jetzt mal for real. Ich bin ja komplett Lost. Wo hab ich den Zettel hingeworfen? Ist er nicht? Bra. Ich muss mich doch mal renken. Weiter geht's nach einem kurzen Cut. Ich nehme jetzt einfach so lange den Zettel, den ich hier unter meinem Keyboard gefunden habe. Ich würde sagen. Doch. Wir gehen weiter und gehen wieder zu den Ursprüngen. Dorthin, wo. Obwohl, nein, warte, es gibt ja noch was davor. Das erste Stück, ich hatte meinen Eltern nämlich versprochen, dass ich zu Weihnachten so ein kleines Konzert nächstes Mal abhalte. Und das war das erste Stück, das ich dafür gelernt hatte. Ich wollte auch mal weg von Mystery Dungeon, darauf wollte ich gerade hinaus. Alles andere, was fertig ist, ist entweder Mystery Dungeon, kein Videospiel, was mein persönlicher Favorit ist, weshalb es später kommt, oder die Madden. So, und deswegen, da werden jetzt Fehler drin sein, das kann ich euch versprechen, das habe ich noch nie fehlerfrei gespielt. Super Mario Galaxy, Luma. Diese paar letzten Griffe am Ende, mein Favorit, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, wo ich hier, warte, wie ist das? Ich bin gerade schon lost. Vergesst es, jetzt mal im Ernst, ich kann die einzelnen Töne nicht. Ich kann es nur aneinandergereiht. Frag mich nicht, wie ich das hinkriege. Ich kann nicht mal Noten lesen. Also mein Pianospiel ist immer etwas besonders. Und jetzt gehen wir zu Pokémon Mystery Dungeon. Der Reihe, aus der uns noch an 9 Stücken begleiten uns hier 3. 3 neue Stücke. Wir beginnen mit dem, was ich am schlechtesten kann. Warte, passt die Einstellung? Ich habe mir das hier, wie gesagt, für alle aufgeschrieben. Ich streite ja auch gar nicht ab, dass ich hier die Einstellung vom Keyboard nutze. Ich finde, das ist eigentlich hier nur normal. Nochmal höhere Lautstärke.
war jetzt eben nicht so besonders wrapped in Light. Aus Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit will ich gar nicht so viel zu sagen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so zufrieden damit. Ich würde sagen, wir nehmen das nächste, das nicht ganz vollständig ist, aber insgesamt doch. Finde ich in Ordnung. A New World aus Pokémon Mystery Dungeon, Erkundung zum Himmel. Drin. Weiter bin ich mit dem Stück noch nicht, das werde ich bestimmt noch fertig machen. 3 Stücke fehlen jetzt noch, wie gesagt, mit der Medley will ich euch verabschieden. Wir machen das letzte Pokémon Mystery Dungeon Stück. Vermutlich das einfachste und gleichzeitig trotzdem persönlich für mich eines der wohlklingendsten, das ich kann. Dungeon 1, Runaway bzw. Fugitives. Ich feiere das Stück einfach. Einer der wenigen Tracks leider aus Mystery Dungeon 1, der mich wirklich gepackt hat. Farewell werde ich auch noch lernen, habe ich auch schon Video. Was ich schade finde, zu Pokémon Super Mystery Dungeon gibt es viel zu wenige Piano-Tutorials von irgendwie coolen Tracks. Ich habe nur einen einzigen True Partner Steam gefunden und der ist auf einem Level, das ungefähr 27 Jahre noch vor mir liegt. Ich bin nicht im Ansatz gut genug dafür. Also wenn irgendwer draußen irgendwie weiß, wie man sowas macht, bitte ein leichtes Partner Steam Synthesia Tutorial. Jetzt kommt ein ganz anderes Stück. Vom Red. Hymn
Father Missing. Es ist nicht unbedingt ein bekanntes Stück, aber ich habe es einmal gehört und ich feiere es wirklich sehr. Guckt es euch auf jeden Fall, beziehungsweise es ist Musik, hört es euch an. Einerseits meine Piano-Version jetzt, andererseits das Original. Ja, bevor wir loslegen, hier auch bitte ich um Verständnis. Das hat mit Abstand die schwerste Kombination an Griffen, Tasten, die es auch in all meinen Pianostücken gibt. Ich weiß nicht, wie gut ich die so hinkriege. Ich habe die ewig geübt. Allein diese Kombination. Ihr werdet dann sehen, was ich meine. Missing. Hört es euch an mit Lyrics, die Lyrics auch super Sache. Ich denke, man hat mitgekriegt, welchen Teil des Stücks ich meinte, falls nicht. Den da. Und jetzt nochmal ganz schnell, ich habe den genug geprobt. So schnell hatte ich ihn tatsächlich noch nie. Und jetzt fehlt nur noch ein Stück. Die Medley. Sie beinhaltet einige Stücke, die wir hier hatten, nicht. Nämlich Lost in Thought All Alone, Zelda's Lullaby, Runaway und Hymn for the Missing. Diese Stücke habe ich alle erst, nachdem ich die Medley komponiert habe, noch gelernt. Dafür sind die Stücke, die ihr nicht gehört habt, die im ersten Video drin sind, inklusive das eine, das kein Videospieltrack ist, das aber eben noch lang nicht weit genug ist, sind mit inbegriffen. Also, mein letztes Stück für heute, mein letztes Stück für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, danke für euren tollen Support und auf ein tolles
neues Jahr mit dem Walross Günther aus der Dönerbude, also mir und meinen schlechten Witzen. Ich muss sagen, dieses Jahr hat mich wirklich so begeistert, man könnte fast meinen, es wäre die ganze Zeit Halloween gewesen. Das war's. Einen wunderschönen Rutsch.